der überfällig war, der heute noch überfällig ist. Sie haben mit Rot-Grün einen Kompromiss ausgehandelt, der letztendlich für Sie Milliarden zusätzliche Gewinne gebracht hat. Sie haben keine Nachrüstung der Atomkraftwerke durchführen müssen, obwohl wir genau wissen, dass fast alle Atomkraftwerke in Deutschland nicht gesichert sind gegen entsprechende terroristische Angriffe. Sie haben damit Milliarden Investitionen vermieden. Sie haben gleichzeitig die Haftungsvorsorge gerade auf 5 Milliarden Euro erhöhen müssen, wo jeder weiß, dass nach der Reaktorsicherheitsstudie bei einem größten anzunehmenden Unfall in Deutschland die daraus resultierenden Schäden um den Faktor 1000 bis 5000 Mal größer sein werden als die 5 Milliarden Euro, die jetzt festgelegt worden sind und die nicht größer sind als die Haftpflichtversicherungssumme der PKWs, und zwar der wenigen PKWs, welche von Arbeitnehmern vor den Atomkraftwerken geparkt werden, weil dort kaum mehr Menschen beschäftigt sind. Sie haben damit erreicht, dass Sie vom Emissionshandel und den entsprechenden Auflagen freigestellt worden sind, dass Sie bis zum Jahre 2013 Milliarden Gewinne zusätzlich einfahren konnten. Und damit natürlich auch unser Klima durch den Neubau von Kohlekraftwerken weiter ruinieren. Und Sie haben damit erreicht, dass das, was an sogenannten Rückstellungen für die Endlagerung angesammelt worden ist, für andere Zwecke ausgegeben werden konnte. Sie haben nicht ausgegeben für den Einstieg in erneuerbare Energie. Nein, Sie haben es ausgegeben, um europaweit weitere Stromkonzerne aufzukaufen, um damit Ihre menschenschädliche Politik europaweit durchsetzen zu können. Der sogenannte Atomkonsens nichts anderes als eine Atomlüge, mit der uns eingelullt haben die Energieversorger, damit sie bei einem Regierungswechsel jetzt mehr denn je weitermachen können. Denn damit wurden auch deutschlandweit Zwischenlager durchgesetzt, als entsprechender Entsorgungsnachweis für ein nicht vorhandenes Endlager. Und deshalb, meine Damen und Herren, müssen und werden wir in der Bevölkerung thematisieren, wie lange jammern wir noch über die Wirtschaftskrise, die Finanzkrise und ihre Folgen, wenn wir den Monopolisten es weiter akzeptieren, Milliardengewinne auf unserem Rücken und das Recht hunderter von Generationen zu erzielen, die nichts mehr von der Stromproduktion haben. Meine Damen und Herren, was ist das für eine Politik, welche kommenden Generationen das auflädt, welche keine Vorteile mehr haben, was unsere Generation eingebrockt hat. Das ist weder nachhaltig und es ist auch erst recht nicht christlich. Durch die jüngsten Erkenntnisse, wir haben es ja schon immer geahnt, als B&E gemeinsam mit Bürgerinitiativen seit Jahrzehnten im Widerstand engagiert. Wir haben es geahnt, dass manipuliert wurde, dass Vorleben sicher ist. Meine Damen und Herren, wir wissen, es ist eine der größten Lügen vor der deutschen Bevölkerung. Vorleben ist gescheitert. Und ich lade jeden Politiker ein, sich von der Sicherheit des Salzstockes in Gorleben zu überzeugen. Er muss nur 4 Kilometer über die Elbe gehen. Dort ist nämlich bei Lenzen der gleiche Salzstock schon längst eingebrochen und heute als großer See in der Landschaft vorhanden. Es ist ein Lügengebäude, ohne Gleichen zu sagen. Gorleben ist ein sicherer Standort. Deshalb, hochradioaktiver Abfälle entgelagert haben.
Wer weiß, ob das überhaupt jemals möglich ist, muss aus dieser Unglückstechnologie ausgestiegen werden. Sie hat schon so viel Elend, Unglück in die Welt gebracht durch Uranerzabbau, durch Wismut, im eigenen Lande die größte Uranerzabbaustätte Europas, durch entsprechende Reaktorunfälle, wo Tschernobyl nur derjenige ist, den man nicht mehr verheimlichen konnte, meine Damen und Herren. Wenn wir wissen, dass die Leukämiegefahr für Kleinkinder in der Umgebung von 5 bis 10 Kilometern von Atomkraftwerken ein Vielfaches größer ist als außerhalb, dann müssen wir aus dieser Technik aussteigen, weil sie nämlich Leben vernichtet. Wir müssen einsteigen in lebenserhaltende Techniken. Und das sind die erneuerbare Energien. Im Bereich der erneuerbaren Energien das 10-fache an Arbeitsplätzen haben, wie in der gesamten Atomindustrie zusammen, meine Damen und Herren. Da müssen wir in diese Technik noch mehr als bisher investieren, damit wir endlich Millionen Menschen in unserem Lande, vor allem auf unserer Jugend, wieder eine Perspektive geben. Im Jahre 2012, und das sagen wir, das sagen die Energieversorger selbst, werden wir durch erneuerbare Energien mehr Strom in Deutschland erzeugen als durch alle Atomkraftwerke zusammen. Wir können aussteigen und wir müssen es, und wenn wir drinbleiben, verhindern wir den Weg ins solare Zeitalter, der allein der Weg ist in eine gesicherte Zukunft für uns und unsere Kinder. Und wenn die Koalitionsfraktionen es ernst meinen mit der Förderung des Handwerks, mit der Förderung des Mittelstandes, und das nicht die üblichen Wahlkampffloskel waren, dann müssen Sie Nein sagen zur Atomenergie, denn die vernichtet den Mittelstand in unserem Lande und sie vernichtet Arbeitsplätze. Und von daher fordern wir diese neue Koalition auf, Abstand zu nehmen von der Forderung nach Verlängerung der Laufzeit der Atomkraftwerke. Das ist eine Forderung schädlich für unser Land. Schädlich für Europa, schädlich für die Welt, denn wir haben es in der Hand, der Welt zu zeigen, es geht auch ohne Atomenergie. Wir können genügend Energie einsparen. Wir können und wir müssen Energie einsparen, das ist nämlich die größte Energiequelle, aber nicht durch Verzicht, sondern genau durch das, was überfällig ist, nämlich durch Intelligenz. Wir brauchen mehr Hirn und weniger Beton. Und das wünschen wir den Koalitionsfraktionen. Ich danke Ihnen.